recht ordentlich aus. Es fehlt nur noch eine Falle. Und da ist schon wieder ein Dieb, der gegen meine Feuerfliege kämpft. Ich treibe mal ein bisschen die Zauberforschung voran, indem ich meine Magier hier in die Bücherei reinschmeiße. Trainieren können sie nachher auch noch. Da sieht man es, der Dieb ist eigentlich ziemlich flink, deswegen kann er manchmal dem Beschuss sogar ausweichen. Okay, jetzt hat er gerade einen Glitch. Das war auch sehr lustig mit anzusehen. Na, da kommen noch mehr Diebe. Sehr schön, die Eide studiert. Oder versucht es jedenfalls zumindest. Ich weiß gerade gar nicht, wie war das mit dem Zauber? It is payday. Ah, Zahltag. Also kann ich ja mal hier das Gold hier abgraben, den Zahltag mal auszugleichen. Der hängt hier auch fest. Ja, trifft sicherlich ganz gut, dass dieser gierige Lord hier Diebe in seinem Dungeon hat, die noch mehr Gold für ihn klauen. Das ist auch immer so ein bisschen an den Helden, die der Lord der jeweiligen Mission ins Gebiet ruft, kann man auch ein bisschen seine Art erkennen, wie er so ist. Also zum Beispiel dieser hier ruft Diebe, weil er halt ein gieriger Kerl ist. So, warten wir darauf, dass meine Magier den Zauberspruch da verbessert haben. Wie viele Kreaturen habe ich eigentlich? Ich habe 11 Stück. Und wie viel kann ich unterstützen? 15. Naja, okay. Ich denke mal, die Kreaturen, die ich jetzt habe, dürften so einigermaßen reichen. Ich will den ja eh provozieren, dass er mich angreift. Deswegen habe ich hier ja auch eine kleine Verteidigung hin aufgebaut. Graben wir jetzt mal das letzte Stück aus. Ah, und schon schickt er seine Zwerge los. Keine Ahnung, was sie jetzt machen sollen, die Zwerge. Ah ja, mich angreifen. Aber bevor sie mir überhaupt nah genug rankommen können, werden sie schon von meinen Kanonen beschossen. Your Thunderbolt spell has been upgraded. There is nothing left to research. Also meine Donner. I will punish you for daring to despoil my land. So, jetzt haben wir ihn sauer gemacht. Jetzt kommt er und will sein Gold wieder haben. Wenn wir jetzt versucht hätten, ihn irgendwie anzugreifen. Ja, ja. Das ist garantiert nicht mein Schicksal. Dein Schicksal ist es, in meinem Kanonenfeuer unterzugehen. Also wenn wir jetzt selber versucht hätten, sein Lager zu stürmen, dann wäre das ziemlich ins Auge gegangen, weil er hat hier schon zwei Kanonen stehen, gegen die wir kaum gewachsen sind. Und hier hinten hinter seinen versteckten. Your dungeon has been breached.
success, my friend. Another portal gem is yours. Your wickedness inspires us all. Your simple words broken. Ja, jetzt ist Horny da. Er wird von Kanonen beschossen, das juckt ihn nicht. Was ich gerade sagen wollte, er hat eine ziemlich gute Verteidigung gehabt, also ihn selber angreifen wäre ungut gewesen. Ich weiß, es besser gewesen, ihn zu uns zu locken. So, und da haben wir auch schon seinen Portalstein, diese Mission auch gewonnen. Corrupting the noble? Whatever will you think of next, Keeper? The sunlit kingdom of the heroes draws a little closer with each victory, and this was cleverly fought. Well done. Ja, jetzt habe ich. Monicius lies broken before you with his gold in your coffers. Who says you can't buy happiness? Ja, jetzt habe ich gerade aus Versehen die neue Räume weggeklickt, aber dafür hatten wir wieder ein lustiges Zwischenvideo. Der arme Imp sollte in ein Hühnchen verwandelt werden, dafür hat sich der Magier halt selber in ein Hühnchen verwandelt. Also lustig mit anzusehen ist es schon. So, Zeit haben wir noch. Gucken wir mal, ob wir die vierte Mission auch noch schaffen. Shady Grove. Your next adversary, Lord Ludwig, is currently patrolling his keep, considering himself and all of his subjects safe in this land. Known as a cowardly wretch, he has always relied on others to do his fighting for him. Jetzt kommt die Tutorial-Mission, die ich am wenigsten leiden konnte. Wenn man hier das erste Mal diesen Zauber kriegt, um Kreaturen zu kontrollieren, das ist irgendwie das einzige Manko an Dungeon Keeper, dass man teilweise nur so irgendwelche Angriffe führen kann und das dann ziemlich in die Hose gehen kann, aber machen wir es trotzdem mal. Lord Ludwig knows your intentions, Evil Keeper. But mark, he cowers in his castle, locked away behind what he supposes is the safety of the drawbridge now destroyed by his own hand. From here, he has entrusted your destruction to his goodly warriors, whom he feels are more than equal to the task. For our part, we must know that they and he will perish, slain by forces under your command. Ah ja. Also, wie immer, fangen wir erstmal mit einem Schlafgemach an. Daneben die Hühnchenfarm, dass sie beides gleichzeitig machen können. Hier hinten können wir uns dann die Bücherei wieder freigraben und die Schatzkammer. Dann graben wir die Bücherei dann so länglich und die Schatzkammer machen wir 3x3 Felder groß. So. Vier Imps haben wir, können wir noch einen raushauen. Ich habe immer so gerne 5-6 Imps, das dürfte meistens reichen, jedenfalls vor allem für den Anfang. Ach ja, was noch zu sagen ist, wegen dem Mana-Zuwachs, der steigt je größer unser Dungeon ist. Also wenn wir hier solche Bodenplatten auslegen, sieht man da oben, kriegen wir ein Mana pro Bodenplatte. Ja, ist schön, dass ich einen Treasure brauche, um Gold zu sammeln. Den will ich dahin bauen, sobald die Bodenplatten gelegt sind.
Dann kann ich hier drüben ausgraben und einen Workshop hinbauen und hier meinen Trainingsraum. Was haben wir an neuen Gebäuden gekriegt? Gar nichts. Okay, dann hat sich das Wegklicken ja eigentlich gar nicht so negativ ausgewirkt. Gut. Schlafraum bauen. Ich will immer Schlafgemach sagen. Aber da pennen ja meine Kreaturen drin, nicht ich selber. Ich selber bin ja ein großes, glibriges Herz, was hier in der Mitte des Dungeons schlägt. Ah, Platz für die Schatzkammer ist jetzt auch ausgegraben. Können wir hier ja mal das Gold von Silber in die Schatzkammer verfrachten. So. Und hier eine Hatchery, einen Hühnerstall bauen. Hier haben wir auch schon den Platz für die Bibliothek. Ich baue lieben gerne erst die Gebäude, bevor ich das Portal freigrabe. Hier eine Werkstatt dann hin. Und dann dürfte eigentlich das Ganze groß genug sein, dass ich hier einen Trainingsraum hinstellen kann. Den machen wir dann ruhig 3x5, nicht 4x4. Auch wenn er empfohlen hat, dass wir das Ding quadratisch machen sollen. Aber gut. Eben kann ich mir jetzt noch einen leisten. Hört man auch immer schön, wie meine imaginäre Stimme die Zauber spricht, bevor er... bevor er hier den Zauber dann spricht. So. Hier kommt dann unsere Werkstatt rein. Geldkammer steht. Und diesen Zauber hier, den wir dann kriegen, den mag ich nicht. Ganz ehrlich. Ich finde, das ist das einzig Dämliche am gesamten Spiel. So, Werkstatt haben wir. Also können wir uns durchgraben. Hier haben wir dann noch eine kleine Goldader für den Fall, dass wir sie brauchen. Und ich schätze mal, auf der anderen Seite geht es dann weiter in Richtung gegnerischer Dungeon. Juhu, meine Schatzkammer ist zu klein. Eigentlich nicht, weil wir werden einen Haufen Gold brauchen. Das kann ich nämlich einfach einsacken und hier fallen lassen. Es wird zwar nicht an meinen Schatz angerechnet, aber sobald ich halt hier den Trainingsraum gebaut habe, wird es einfach übernommen. Gut, das ist vielleicht ein kleiner Exploit. You've claimed the portal. Naja, hier sieht man, warum er gesagt hat 4x4. Jetzt habe ich nämlich nur drei Übungsfiguren für die Nahkämpfer. Aber ist auch halb so wild. Jetzt habe ich das Portal, jetzt dürften da auch bald meine ersten Kreaturen kommen. Ich brauche schon mal. A species of creature has entered your dungeon. Ah ja, mein erster Troll. Der kann sich dann gleich an die Arbeit...